So, die Jungs sind ja alle am Betkreis. Das heißt, hier dürfte sich keiner aufhalten. Der richtige Zeitpunkt, um ein bisschen einzukaufen. Amboss. Ist das gleiche zum wie die Schmiede, hm? Ja. Ebenerzschwerter. Also Drachen scheint echt am besten zu sein. Wir müssen unbedingt Ebenerzbarren finden. Oha, was ist das? Korundumerz. Das ist doch mal was. Eisenbarren. Die Dralle Argonische Mai, das kenne ich doch. Das war witzig. Das ist ein Hauptspiel. So, keine Ebenerzbarren dabei. Stahl, Eisen. Das war jetzt ein bisschen zu high für die einfachen Leute hier. Ich glaube, hier müssen wir nicht mehr schleichen. Stabpfeile. Großer Sack. Was hat er denn im Sack? Kohl. Ja, so sieht ein Trophäenschild aus hier. Genau so. Da geht's wieder raus. Das ist vielleicht der Haupteingang. Schmiede, Hammer und Amboss. Ja, genau. Eisenerz, Lederstreifen, Eisenschwert, Vitrine mit Dolchen, Eisen- und Stahlbarren, Schmiedeschütze, Schuhe. Holzkohle. Ja, warum wir die manchmal brauchen, verstehe ich auch nicht ganz. Die liegt ja immer an der Schmiede genug rum. Ja, egal. Okay, raus hier. So, was haben wir denn noch an Neuigkeiten? Naja, das werden wir schon sehen gleich. Meist News fahren wir eben im Laufe des Spiels erst. Dass man jetzt das mächtigste Drachenblut von allen wird, ist ja klar hier mit dem neuen Schrein. Den neuen Mächten. Ja, dass man den Drachen jetzt fliegen kann und selber steuern kann, das war, ist, glaube ich, neu. Das ist ganz neu, ja. Ja, die neuen Erze, der neue Stahl. Neue Reagenzien für Tränke. Heißt, wir müssen eigentlich auch ein paar Rezepturen finden. Ja, hier waren wir doch gerade. Raus hier. Ansonsten lassen wir uns mal überraschen, was auf uns zukommt hier. Wer ist das denn? Die wärmt sich am Schnee die Hände. Die Kleine. Die Ältesten reden von großen Städten, noch viel größer als unser Dorf. Aber wer braucht schon so viele Gebäude? Ja. Wer eigentlich? Also Perlen haben die hier ohne Ende, wie das aussieht. Ja. Ist ja nichts Besonderes mehr. Was ist denn hier? Haben sie hier eine Walross geschlachtet? Ja. Ein Hawker. Den haben sie auseinandergenommen. Ja, super. Das Fleisch wiegt natürlich ohne Ende. Das haben wir jetzt erstmal aufgenommen.
So, das essen wir jetzt direkt. Ja, aber ich glaube, wir besorgen uns echt erstmal ein Haus. So geht das nicht weiter hier. Ja, sonst können wir ja nie was hier großartig sammeln. Was sagt denn die Karte? Wo sind wir hier? Ich würde sagen, wir reisen erstmal zurück nach Rabenfels und schauen uns dort nach einem Haus um. Ja. Auf wie Burm. Kurz nachdem der gewaltige Ausbruch des Roten Berges den Südteil Solstheims mit Asche überzogen hatte, erschien die Aschenbrut. Über ihren eigentlichen Ursprung ist nichts bekannt. Himmelsrand Zwölfe sind ungezähmte wilde Bestien, die in Rudeln Jagd Modin auf... Modin Velet, Hauptmann der Redoran-Wache, zu euren Diensten. Wer war angegriffen? Was ist denn hier los? Aschenbrot. Müssen wir schon besser sein? Kommen ganz gut, die krummen Säbel. Ja. Ist nicht schlecht. Oh. Die lassen Ebenerz fallen. Jawoll. Das ist aber erfreulich. Das schmieden wir uns um und schon können wir die besten Waffen wiederherstellen. Ist ja perfekt. Die lassen... alles mögliche Erz fallen. Alles. Okay, Leute, ich brauche erstmal ein Haus. Meine Sorge gilt vor allem der Sicherheit von Rabenfels und Ratsherrn Morwein. Genau, ist eigentlich der Chef hier in dem Kaff. Müssen wir eigentlich mal sprechen. Das Besetzen verlassener Häuser ist verboten. Geh zum Gasthaus, wenn ihr eine Unterkunft benötigt. Zum Gasthaus. Ist auch eine Idee. Glover Mallory ist ein Naturtalent mit Hammer und Amboss. Er hat meine Rüstung meisterlich repariert. Ja, sieh mal an. So, ich glaube, das ist dann wohl hier... Mahlzeit. Verzeiht, aber der Tempel ist nur für die Gläubigen. Fremdlinge sind hier nicht willkommen. Nehmen wir diese Gastfreundschaft. Der älteste Othrelot formt mich zu seinem Nachfolger. Bald führe ich den Tempel nach meinem eigenen Willen. Ja, schön für dich. Okay, ist dann nicht der Hauptsitz? Rathaus oder so scheint es ja nicht zu geben. Das Bollwerk ist nur diese riesige Mauer. Irgendwo muss doch jeder Chef sitzen. Vielleicht hier? Dient Haus Redoran oder niemandem. Das Morwein-Anwesen. Gucken wir mal, ob da der Chef drin sitzt. Oder wir mieten uns in ein Gasthaus ein. Könnten wir auch eine Schatztruhe voll machen. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Noch nichts. Alles im Namen des Hauses Redoran und als Ratsherr von Rabenfels heiße ich euch willkommen.
Herrscht ihr über ganz Solstheim? Theoretisch steht Solstheim unter meiner Herrschaft. Aber ohne die Gewinne aus der Mine fehlen mir die Ressourcen, um über etwas anderes als Rabenfels zu herrschen. Aber außerhalb der Grenzen unserer Stadt gibt es ohnehin nicht sehr viel. Ist Rabenfels die einzige Siedlung auf der Insel? Nun, eine kleine Gruppe von Nord hat sich nördlich von hier in Skaldorf niedergelassen. Sie bleiben lieber unter sich und das passt uns allen gut. Dann gibt es noch Termitrin im Osten. Dort leben die Telvanni. Ein merkwürdiger Haufen. Aber da sie auch aus Morrowind stammen, kommen wir miteinander zurecht. Abgesehen davon wimmelt es auf Solstheim nur so von Banditen und Rieklingen. Aber damit muss man bei einem Leben so weit draußen rechnen. Und was ist mit der Mine geschehen? Sie war einst die reichste Ebenerzmine in Morrowind. Doch sie ist vor vielen Jahren versiegt. Jetzt kommen wir hier kaum noch über die Runden. Ohne die Mine kann Rabenfels wohl nicht mehr lange durchhalten. Hat er gerade eben erst gesagt? Ich glaube, da müssen wir rein. Was ist das Haus Redoran? Ihr habt noch nie vom Haus Redoran gehört? Nö. Wir sind das mächtigste der großen Häuser und führen den Rat, also die Regierung von Morrowind. Rat? Also gibt es kein Jarl? Das hier ist nicht Himmelsrand, Fremdling. Eine Gruppe von mächtigen und einflussreichen Dunmer-Familien führt Morrowind schon seit Jahrtausenden. Unsere Führung besteht aus einem Rat der fünf großen Häuser. Telvanni, Dres, Indoriel, Sadras und Redoran. Aber ihr sagtet, Redoran führe den Rat. Natürlich. Da der Rat aus vier Häusern besteht, muss doch jemand für Ordnung unter dem Pöbel sorgen. Unser Haus führt den Rat aufgrund unserer Überlegenheit im Kampf, unserer Weisheit und der Ehre unserer Vorfahren. Klingt ziemlich kompliziert. Das muss es wohl für jemanden, der nicht aus unserem Volk ist. Wenn euch das Thema interessiert, bedient euch der historischen Bücher in meiner Bibliothek. Das mache ich doch gern. Meine Türen stehen euch offen, solltet ihr die Dinge rund um Rabenfels besprechen wollen. Ja, ich brauche ein Haus. Hast du ein Haus? Alles, womit ihr Rabenfels helfen könnt, wird hochgeschätzt und natürlich auch angemessen belohnt. Das giftige Lied, Band 1 und 2. Haus des Chaos kennen wir schon. Worte des Windes kennen wir, glaube ich, auch schon. Ja. So. Ein paar Zauberertischchen. Meine Türen stehen euch offen, solltet ihr die Dinge rund um Rabenfels besprechen wollen. Das ist ein toller Thron. Das sind ja diese Telsat-Federn. Geschichte von Rabenfels, Band 1. Und Band 2. Ja, lass mal stecken, die Macheten. Band 3. Das rote Jahr kennen wir doch auch schon. Na, ja, vielleicht soll man die Bücher doch komplett lesen. Also, falls ihr das wünscht, wenn ihr das möchtet, dass wir die Bücher komplett lesen, sind ja meistens nur ein paar Seiten, einfach mal in die Kommentare reinhauen. Solltet euch nur mit beeilen, bevor wir durch sind. Dann lese ich die nochmal durch, die wir so finden. Das ist vielleicht für die Atmosphäre natürlich auch besser. Aber wird wahrscheinlich ein bisschen zu lang dauern dann. Wir werden so schon viel länger brauchen als geplant. Knochen. Knochen Teil 2. Naja, ist ja nicht gerade so ein richtiges Anwesen hier. Ist ja eigentlich ein Witzetäuschen. Die Gemächer. Na, vielleicht gibt es da aber eher was Wertvolles. Ja, trinken können die alle ganz gut hier. Selbst die Elfen.
verschmähen nicht gerade den besten Wein. Sind keine Kostverächter. Oh, eine kleine Schatulle. Ja, da müssen wir natürlich ein bisschen zugreifen. Ewige Heilung kommt immer gut. Ja, vielleicht können wir irgendwie helfen, die Mine wieder flott zu machen. Sodass wir irgendwie belohnt werden, hier mit einem Häuschen oder so. Oh Mann. Also das ist schon ein Expertenschloss. Okay. Ganz ruhig. Keine Panik. Das ist schon hin. Oh Mann. Ah, ich habe ja noch ein paar. Das ist aber wirklich Millimeterarbeit jetzt hier. Nee, doch. Schwere Chitinrüstung. Ja, wir brauchen eh nur den Punkt im Schloss knacken. Deswegen egal. Aha, Geschichte von Rabenwels kennen wir ja. Obwohl, die können wir ja mal kurz durchlesen. Die Geschichte von Rabenfels. Band 1. Von Lyrin Teleno. Vorwort. Rabenfels ist eine der interessanteren Kolonien von Morrowind der letzten zwei Jahrhunderte. In dieser kleinen Stadt ist in so kurzer Zeit so viel passiert und so viele Leben wurden von den Geschehnissen berührt. Daher empfand ich es als meine Pflicht, ihre umfassende Geschichte in diesen drei Bänden niederzuschreiben. Während meiner Forschungen lebte ich fast drei Jahre lang in Rabenfels und durfte viele weitere Dunmer kennenlernen, die Rabenfels ihr Zuhause nennen. Ich hoffe, meine Leser wissen die Standhaftigkeit und das Durchhaltevermögen zu schätzen, die es kostet, ein Leben in einem so ungastlichen und ungezähnten Land zu ertragen. Rabenfels wurde im Jahr 427 von der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft gegründet, nachdem man eine reiche Ebenerzmine am südlichen Rand der Insel Solstheim entdeckt hatte. Der Bau der Stadt nahm mehrere Monate in Anspruch und die Mine lieferte sofort einen hohen Ebenerzertrag, den die Bergleute nach Windhelm in Himmelsrand exportierten. Im Jahre 432, dritte Ära wahrscheinlich oder ähnliches, beheimatete die Stadt mehr als 30 Einwohner, deren Lebensunterhalt von der Mine abhing. Zu dieser Zeit war Rabenfels fast ausschließlich von Kaiserlichen und ein paar wenigen Nord bewohnt, die vom Reichtum der Mine angelockt worden waren. Als im Jahre 433 die Oblivion-Krise aufkam, blieb Rabenfels von Merunes Dagons Streitkräften weitgehend unberührt und setzte seine Arbeit wie gewohnt fort. Der Großteil der in Rabenfels stationierten kaiserlichen Wache wurde nach Cyrodiil zurückbeordert, um gegen die einfallenden Streitkräfte zu kämpfen. Einige wenige Soldaten blieben jedoch zurück, um die Ebenerzmine vor Banditen zu schützen. Es ist ungewiss, ob je Oblivion-Tore auf Solstheim geöffnet wurden, da offensichtlich keine Berichte über derartige Ereignisse auf der Insel vorliegen. Im ersten Jahr der vierten Ära, nach der Zerstörung Altruns, entsendeten die großen Häuser der Dunmer kleine Gruppen ihrer Vertreter, um einen eigenen Platz zu finden und sich dort niederzulassen. Die Gruppe des Hauses Redoran wurde von Brara Morwein angeführt und brach sofort nach Solstheim auf. Nach einigen kurzen Verhandlungen mit der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft, bei denen vermutlich auch eine beträchtliche Summe Geld den Besitzer wechselte, wurde es Braras Gruppe gestattet, sich in Rabenfels niederzulassen. Dort fügten die Dunmer sich schnell in das Leben der Bergarbeiterkolonie ein. Sie stellten sich in Bezug auf die Arbeit in den Minen sowohl als fleißig als auch als zuverlässig heraus und beeindruckten die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft, was die Beziehung der beiden stärkte. So lief alles gut bis zu dem verhängnisvollen Tag im Jahre 5 der vierten Ära, an dem der Rote Berg plötzlich ausbrach und eine gewaltige Explosion über das Geistermeer bis nach Solstheim schleuderte, die die Insel mit voller Gewalt traf.
Rabenfels wurde von dieser schieren Machtwelle stark beschädigt, die viele Steingebäude niederriss und die meisten Holzbauten völlig vernichtete. Ironischerweise war die Mine erneut die Rettung der Bevölkerung von Rabenfels, denn ein Großteil der Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt bei der Arbeit unter Tage und überlebte die Explosion vollkommen unbeschadet. Doch dieses Ereignis forderte dennoch einen hohen Preis. In Bezug auf die Verteidigung der Stadt war Rabenfels stark von der nahegelegenen Festung Frostmotte abhängig, die durch den Ausbruch vollständig von der Oberfläche Solstheims getilgt wurde. Die wenigen überlebenden Soldaten bezogen Quartier in Rabenfels und versuchten dort eine behelfsmäßige Garnison zu errichten. Die zahlenmäßig geringen Streiter waren jedoch den möglichen Gefahren für die Stadt kaum gewachsen. Mit Erlaubnis der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft ließ Brara einige Elitesoldaten der Redoran-Wache vom Haus Redoran holen, um die Lücke zu füllen. Die Wache stellte sich als perfekter Ersatz für die gefallenen kaiserlichen Soldaten heraus und schützt die Stadt seither. Ja, so viel zum Band 1. Die Geschichte von Rabenfels, Band 2. Von Lirin Teleno. Das Vorwort kennen wir schon. Nach einigen Jahren hatten die erbarmungslosen Aschenstürme des weiterhin aktiven Roten Bergs den südlichen Teil Solstheims in eine reine Aschewüste verwandelt, die an die Aschewüste Wardenfels erinnert. Die Stürme schufen hohe Dünen aus Asche, die das Leben in Rabenfels deutlich schwerer machten. Um die Stadt vor den Verwehungen zu schützen, schlug Brara Morwein vor, dass die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft einen großen Wall errichten sollte, den sie selbst entworfen hatte. Der Wall sollte den südöstlichen Teil der Stadt schützen. Die Gesellschaft stimmte dem Vorschlag schnell zu und stellte die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung. Nach fast einem Jahr waren die Bauarbeiten abgeschlossen und das beeindruckende Bauwerk wurde auf den Namen »Das Bollwerk« getauft. Der Wall erwies sich als extrem effizient und sorgte dafür, dass die Arbeit in den Minen ungehindert fortgesetzt werden konnte. Im Jahre 16 der vierten Ära, als Solstheim in die Hände der Dunmer übergeben wurde, war die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft gezwungen, die Herrschaft über Rabenfels dem Hause Redoran zu überlassen. Der Rat ernannte schnell Brara Morwein zur Ratsherrin der neuen Stadt und gestattete ihr, Solstheim nach eigenem Gutdünken zu regieren. Infolge dieses Machtwechsels zog die kaiserliche Bevölkerung fast vollständig aus Rabenfels ab und kehrte nach Cirodiil zurück. Brara hieß weiterhin alle Dunmer willkommen, die sich auf Solstheim niederlassen wollten. Einige blieben in Rabenfels, um in den Minen zu arbeiten, während andere sich in vertrautere Gebiete zurückzogen und ein Nomadenleben in den Ascherwüsten begannen. Die darauf folgenden Jahrzehnte markierten die Blütezeit von Rabenfels. Brara Morwein sorgte für Frieden, die Minen brachten weiterhin große Mengen an Ebenerz hervor und die auf der Insel lebenden Dunmer waren zufrieden und glücklich. Nach fast 50 Jahren des Wohlstands gab sich Brara Morwein schließlich im Jahre 65 der vierten Ära ihrem hohen Alter geschlagen und verstarb. Sie wurde im Ahnengrab der Familie beigesetzt und ihr Sohn Leril Morwein übernahm seinen Platz ein. Eigentlich ihren. Die Bewohner Rabenwinds, die bereits unter der Regentschaft Braras als Ratsherrin in Rabenfels gelebt hatten, waren erfreut zu sehen, dass Leril die Ansichten seiner Mutter in Bezug auf die Herrschaft teilte. Er war gerecht und leidenschaftlich, was die Zufriedenheit der Inselbewohner in vielen darauffolgenden Jahrzehnten sicherte. So, und so viel zur Geschichte von Rabenfels. Hatte hier noch ein paar Briefe liegen. Antwortet des Hauses Redoran und Adriels Untersuchungsergebnisse. Tja, wir sind ja nicht neugierig, aber der hier ungestört. Können wir mal reingucken. Ratsherr Morwein, nachfolgend findet ihr ihre die Ergebnisse der angeforderten Bestandsaufnahme. Das Bollwerk erfordert umfassende Reparaturen. Die Asche sickert langsam durch die Risse in die Baracken und schwächt die Stabilität des Gebäudes. Die Reparaturen am Hafen sind abgeschlossen. Wir können jetzt zwei Schiffe gleichzeitig unterbringen, falls dies erforderlich sein sollte.
Insgesamt haben wir in den letzten 2 Jahren 26 Mitglieder der Redoran-Wache verloren. In den letzten 5 Jahren wurden 10 davon ersetzt. Der Zustand des Wassers um die Insel herum hat sich nicht verbessert. Auch wenn es weiterhin Fische gibt, sind es bei weitem nicht genug, um unseren Unterhalt als Fischerstadt zu gewährleisten. Wie ihr erkennen könnt, sind wir dringend auf Hilfe angewiesen. Es beschämt mich, euch so schlechte Nachrichten überbringen zu müssen. Doch ich erfülle nur meine Aufgabe. Adriel. Okay, was ist die Antwort hier? Ratsherr Morwein. Obgleich ich mir der Dringlichkeit der Lage auf Solzheim bewusst bin, kann ich eurer Forderung nach noch Vorräten und Geldern im Augenblick nicht nachkommen. Das ist nichts Persönliches, Leriel. Eure Insel ist eine von derzeit 74 entfernten Siedlungen Morrowinds. Das Haus Redoran muss diese Außenposten in Bezug auf ihre Wirtschaftlichkeit und strategische Bedeutung priorisieren. Uns stehen nur begrenzte Gelder für diese Siedlungen zur Verfügung, sodass wir uns entscheiden müssen, welche Vorrang haben. Solzheim steht auf dieser Liste leider sehr weit unten. Ich tue alles für euch, was in meiner Macht steht. Ich muss euch allerdings bitten, noch ein wenig länger durchzuhalten. Dralis Rohle, Ratsmitglied Haus Redoran. Das scheint ja echt übel zu laufen hier. Die 5 Fernsterne. Die Bücher kennen wir schon. Okay, raus hier. Ups. Also müssen wir irgendwie die Mine wieder in Schwung kriegen. Oder Ersatzleute für die Wachen ausfindig machen, die ihr helfen können. Wenn euch etwas Verdächtiges auffällt, meldet es umgehend, Hauptmann Welit. Jawohl, Sir. Was gibt es denn noch Neues hier? Ich glaube, wir haben schon das meiste. Ja, das meiste haben wir schon benannt. Redoran oder niemanden. Ja, das kennen wir schon. Modin Velet, Hauptmann der Redoran-Wache, zu euren Diensten. Mahlzeit. Meine Sorge gilt vor allem der Sicherheit von Rabenfels und Ratsherrn Morwein. Was genau ist diese Aschenbrut? Das weiß niemand genau. Die Abergläubischen halten sie für Manifestationen der Verstorbenen. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Ihre Angriffe auf das Bollwerk begannen vor ein paar Wochen. Meine Männer konnten sie zwar töten, aber sie kommen immer wieder. Wie oft greifen sie an? Es gab an anderen Stellen 2 weitere Angriffe auf das Bollwerk. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich habe den Eindruck, dass sie organisierter vorgehen und nach Schwachstellen suchen. Ich vermute, dass es einen Grund für ihre Angriffe gibt? Ganz genau. Irgendjemand muss sie gegen uns aufhetzen. Und wir müssen herausfinden, wer oder was dahinter steckt. Ich glaube, das sagtet ihr bereits. Seid vorsichtig. Dieser General Karius scheint den Verstand verloren zu haben. Ach ja, vielleicht führt uns da ja als nächstes der Weg hin. In Burg Frostmutter, wo dieser verrückte General sein soll. Damit werden wahrscheinlich der Stadtwache geholfen. Wenn wir da gucken, was da los ist. Das klären. Das ist nur der Hafen. Gäbe es das Bollwerk nicht, müssten wir mittlerweile unsere Häuser unter der Asche ausgraben. Alors Haus. Wer ist da nochmal Alor gewesen? War wahrscheinlich der kleine Essensverkäufer hier. Mit den Süßkartoffeln. Schrecklich. Einfach schrecklich. Ich hasse diesen Ort. Ach ja, das kennen wir ja schon. Kokaino?
Halgards Erzählung. Zaubertrank der Ausdauer. Na super. Kann schon wieder nicht trennen. Rennen. Ein Trank reicht aus, um uns zu lähmen. Was machen wir denn da? Vielleicht ein bisschen Gift mal auf die. So, jetzt geht's wieder. Ein bisschen. Oh Mann, jetzt hat er die Axt aufgenommen. Was war denn jetzt? Worauf ist er denn? Stahlkriegsaxt, ne? Ja. Oh, ging ja schnell. 23 ist auch gar nichts, ne? Makelloser Diamant, 1000, den nehmen wir. Ja. Wir können ja was dafür reinlegen. Genau, diese schwachen Bücher hier. Zack, zack. Zack. So. Sind wir direkt ein bisschen leichter. Ja, lohnt sich doch manchmal, die Häuser mal durchzugucken, der Peoples hier. Geht's eigentlich dahin? Ist das vielleicht schon die Mine? Ja, das ist die Mine. Und da gab's jetzt keine Quest zu, oder? Mal kurz das Journal angucken. Ob wir da eine Quest zu haben. Wahrscheinlich müssen wir doch diesen feindlichen General ausfindig machen. Was ist denn das? Freund oder Feind?